Hey Leute, heute ist der Tag gekommen. Wir erreichen heute in unserem 10.000 Euro Clash of Clans Projekt Rathaus 11. Bisher stecken fast 3.000 Euro drin, dank eurem Support. Und heute geht es endlich hoch. Wir sind aktuell komplett max. Ich habe auch schon die Lager komplett gefüllt. Wir kriegen gleich mal geile Angebote. Hier haben wir noch eine Trollbase, die stellen wir einmal um. Und heute, ja, wollen wir einmal das nächste Rathaus erreichen. Oh Gott, nee, wir können es nicht umstellen. Wir müssen erst die Bäume entfernen, okay. Wird auf jeden Fall spannend werden. Ich bin gespannt, wie wir heute vorankommen werden. Und mit jedem Rathaus wird es teurer. Das ist halt so die Sache. Also ich hoffe, wir kriegen geile Angebote. Wir haben auch die Clash of Clans Challenge. Vielleicht können wir da auch ein paar günstige Ressourcen mitnehmen und ansonsten, ja, bin ich mal gespannt. Wir entfernen erstmal alle Hindernisse und dann können wir gleich mal schauen. So. So, alle Hindernisse entfernt und mal ein paar Gems obendrauf. Dann können wir jetzt hier... Nee, wir können es immer... Warum nicht? Ach so, okay. Was? Wieso sind die weg? Oh nee, die wurden entfernt. Oh Gott, Alter. Okay, muss erstmal hier so machen. Sekunde. Verarschen. Die einfach rausgenommen wurden. Dann müssen die jetzt neu hinsetzen, deswegen. So, jetzt aber. Speichern und wir können das Layout aktivieren. Das sollte zum Ausbau noch am besten geeignet sein. Ne? Da können wir direkt die Übersicht sehen. Ne? Aktuell sind alle Max. Die können wir jetzt schön nebeneinander setzen. Und so haben wir eine perfekte Übersicht. Jetzt auch schon mal für die nächste Stufe. Dann, gar nicht lange rumlabern. Wir legen direkt los. Wir haben auch noch einen Sternebonus und so, den wir gleich nutzen können mit dem Boost. Der ist dann nochmal vierfach, glaube ich. Aber jetzt gilt es 4,4 Millionen Gold. Wir starten. Wir hätten ein Buch des Bounds. Jetzt ist die große Frage, sollen wir das jetzt nutzen? Ich weiß es nicht tatsächlich. Wie viel haben wir denn von den Dingern? Wir haben 6 Stück. Ich meine, das Ding dauert jetzt 3 Tage. Ich glaube, da sollten wir lieber aufjammen, oder? Okay, da es jetzt nur 3 Tage sind, würde ich sagen, wir kriegen mehr Value aus anderen Upgrades raus. Das heißt, wir nutzen einmal die Gems jetzt hier für das Upgrade. Und damit sind wir offiziell Rathaus 11. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie Rathaus 11 in Clash of Clans. Das krasseste bisher war Rathaus 10. Also bin ich mal sehr gespannt, was wir jetzt bekommen werden. Und der Start direkt, ziemlich geil, kriegen ein Angebot. Und zwar, oh, was? Adlerartillerie und, wie heißt denn der? Der Wächter, ne? Der Wächter einfach, wie geil. Das ist ein Held, der andere Helden heilen kann und so, ne? Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne Creator-Code Jojonas eintragen. Und dann hätte ich gesagt, wir kaufen das Angebot. Oh, die Adlerartillerie ist auch so geil. Let's go. 2864 Euro damit auf diesem Account. Und das bedeutet, wir kriegen jetzt zum ersten Mal den... Wie heißt der? Warden. Ich spreche den irgendwie falsch aus. Auf Englisch. So sieht er aus. Wächter heißt er auf Deutsch. Wir müssen gleich mal die Fähigkeiten anschauen. Wir werden gleich mal alles testen. So, zack, erstmal den hier. Sehr geil. Und Adlerartillerie. Das ist das beste Verteidigungsgebäude in Clash of Clans. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das kann aus der Luft so hochschießen und dann fallen die so runter. Mehr weiß ich nicht. Ich schaue es mir gleich mal an, wie das beschrieben wird. Wo ist es denn? Da unten. Oh nee, das ist zu fett. Ja, wir machen es einfach neben die Kanone. Oder haben wir schon keinen Platz. Wir machen es mal dorthin. Wir machen es einfach mal hier neben die Kaserne. Das Ding ist eh riesig. Boom. Direkt Level 2. Und der Warden, also der Wächter, der Große, der ist halt auch schon direkt Level 5. Nee, direkt Level 10 mit dem Boost sogar. Also Level 5 ist halt, ja. So, also wir sehen uns erstmal an, was die machen. Der große Wächter folgt Gruppen verbündeter Truppen, verstärkt sie, okay. Er kann im Angriffsmodus über Mauern hinüberfliegen oder laufen oder fliegen, was? Und im Verteidigungsmodus verwandelt er sich in einen Turm. Okay, also wir sehen hier, er kann Schaden machen. Der kann, ich verstehe es noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also er scheint zu healen, ne? Schaden pro Sekunde ist es Heal-Schaden, da greift er an. Ich check das nicht so ganz. Ah, und hier, wir sehen es hier, okay, also... Mit der Ulti können wir das Leben der Truppen erhöhen im Bereich. Umso höher unser Warden, also unser Wächter gelevelt ist, umso krasser ist das. Hört sich auch ziemlich nice an. Soll ich die Adlerartillerie noch? Da bin ich mal sehr gespannt. Was kann die? Boah, okay, die macht so Schockwellen, macht so riesige Hits, ne? Schießt auf die komplette Map scheinbar so ziemlich. Aber wird erst aktiviert, wenn eine größere Menge an Truppen reinkommt. Adlerartillerie ist sau krass auf jeden Fall. Haben wir noch weitere Angebote? Nee. Oh, nee, schade. Oh, was ist das denn? Wir haben auch die Supertruppen. Ich weiß nicht genau, also ich check nicht genau, wie das funktioniert. Ausprobieren können wir. Ah, wir können die testen. Oh, lol. Was ist das? Superbarbaren. Das sind bessere Barbaren. Die sind wütend. Oh, die sind saulaut nur. Die sind wütend und haben mehr Leben. Das klingt eigentlich ganz geil, okay. Yo, Super Bowler. Super Magier. Raketenballon. Die will ich mal testen, eine Sekunde. Die wollen wir eigentlich mal in einem richtigen Fight dann testen. Ich will gerade einmal schon mal schauen. Yo! Okay, oh, das sieht sehr krass aus. Okay, da können wir eine ganze Menge machen, aber das müssen wir erstmal schauen. Da, die Fähigkeit. Ah! Da, okay, ich habe den Wächter falsch verstanden. Da hier, der macht die ganze Zeit, dass die Truppen mehr Leben haben. Und mit der Fähigkeit, ich dachte nämlich schon, genau. Mit der Fähigkeit werden wir 3,5 Sekunden unverwundbar. Also alle Truppen im Bereich, soweit ich weiß, ne? Crazy. Ja, geil. Okay, das wird sehr krass werden. Okay, dann würde ich doch erstmal sagen, wir haben jetzt gerade den Warden freigeschaltet. Dann lass erstmal den Warden, also den Wächter jetzt testen, das allererste, bevor wir irgendwas machen.
Oh, wir kriegen noch gratis Gold. Wir haben noch eine Rune des Gold. Das können wir. Nee, die ist gerade voll. Passt. Können wir gleich nutzen. Wir haben noch hier auch was. 200.000 jeweils. Sehr geil. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich reinstarten will. Okay, dann testen wir jetzt zum ersten Mal den Wächter mit Drachen zusammen. Drachen, lass mit Wut spielen zweimal. Das habe ich ja heute bei diesen Dings. Wir machen mal eine Mischung aus Skelly Dragons und lass nur einen Wut reinpacken. Lass es so mal machen. Ja, let's go. Wir kriegen jetzt, by the way, auch vierfachen Sternenbonus. Das heißt, wir sind ja auch relativ hoch. Wir sind jetzt 2 Millionen. 2 Millionen, Alter. Das ist richtig geil. Auf Dauer waren wir sowieso von den Trophäen höher. Das heißt, wir sind ja aktuell, ja, wir sind Kristallis gewesen. Wir wollen auf Dauer am besten vielleicht mal irgendwann sogar Legende kommen, aber Titan wäre halt schon crazy irgendwann. Da müssen wir mal irgendwann hingrinden. Labor noch upgraden, danke. Dann sind die ganzen Truppen automatisch auf maximalen Level. Super wichtig noch. Der erste Angriff mit dem Wächter. Oh, 7000. Ich weiß halt jetzt nicht, was schlau ist. Ich meine, der ist vom Rathaus ja unter uns. Boah, die Helden sind Level 45, Alter. Lass ihn einfach testen, oder? Wo der ist gut gelevelt, ne? Ja, lass probieren. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Okay. Ich bin super gespannt. Ich bin wirklich super gespannt. Lass einfach komplett reinspammen, hätte ich gesagt. Mit den Drachen. Und dann den Warden dazusetzen. Let's go. Dann lass noch das Luftschiff dazusetzen. Sehr schön, das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Jetzt lass hier so ein bisschen anfangen, die gleich zu distracten. Hier schon mal so ein bisschen. Hier. Dann schon mal hier frosten. Sehr schön. Ich habe die Fähigkeit. Ich habe sie getan. Wurde automatisch gezündet. Sehr schön, okay. Dann hier, zack. Und dann noch zwei Skelettzauber rein. Das ist broken. Oh, ich liebe diesen Helden jetzt schon. Wieder frosten. So, dass die hier gar nichts machen können. Großartig, so. Und jetzt gehen wir von der Seite rein. Und setzen unsere beiden Helden. Oh, ich liebe es. Das ist zum ersten Mal wirklich so richtig, dass wir halt Truppen spielen können, die man halt nicht so leicht bekommt. Das ist das erste Mal, dass ich den Warden spiele. Dazu noch richtig heftig von den Leveln halt einfach dabei. Level 45 Helden. Zelda, die Queen kann das alles absnipen. Das war so ein geiler Angriff. Ich meine, da war jetzt auch echt nicht so... Es war ein Max-Spieler-Rat aus 10. Sehr, sehr geil. Wir haben ja auch eine Menge gelernt von den Challenges. Ich habe die ganzen Clash of Clans-Challenges ja jeden Tag gemacht. Komplett überrannt. 3 Sterne gegen Max Rados 10 Spieler. Das ist ein besonderer Moment für mich, für das Pay-to-Win-Projekt. Achso, was wir übrigens auch machen wollen, wir machen die 100.000 Gems wieder voll, hatte ich schon gesagt, für die Folge. So, 100.000, das heißt 14.000. Wie immer, wenn ihr mich supporten, macht es nicht zu Hause nach. So, 14.000 Gems, habe ich gerade verkackt, den Warden auf Luft einzustellen. Man muss ihn ja auf Luft oder Boden einstellen. Machen wir nochmal genau, wir haben gerade eben verkackt. War der gerade nicht auf Luft ein... Oh mein Gott, wir sehen es hier, ne? Der kann... F. Ganz kurze Wiederholung. Der war auf Boden eingestellt, ne? Ich hab verkackt, glaube ich. Hat der überhaupt irgendwas gebracht hinten dran? Na egal, wir haben da trotzdem gewonnen, aber ich hab verkackt, okay. Dann lass schon mal die Clanburg einmal anfordern und noch einen weiteren Angriff direkt machen. Ich würde diesmal nicht mit Drachen machen, sondern mit irgendwas anderem. Das ist meinen einfach, oder? 2 Heal, vielleicht gut. Was 3. Okay, wenn wir jetzt gewinnen und 3 Sterne oder 2 Sterne holen, hätten wir schon 2 Millionen Loot. Ach so, genau, wir wollen einmal den Pixelwächter für den zweiten Angriff aktivieren. Das ist ganz wichtig, den haben wir nämlich schon freigeschaltet. Wir hätten auch den Sommerwächter, ich finde den übrigens extrem hässlich. Tut mir leid, nichts gegen ihn. Nehmen wir den Pixelwächter. Den finde ich mich übel geil. Schaut euch den an. Da haben wir 3 Pixel-Skins. Wir dürfen diesmal nicht verkacken, nur beim Angriff. Das wäre, ja, nicht so gut, ne? Den nehmen wir einfach, oder? Okay. Das ist eine enge Base. Das ist gut für uns. Wir setzen die einfach in aller Reihe. Jetzt hier wichtig. Der muss auf Boden eingestellt sein. Links ist Boden, das ist der Fuß. Rechts ist der Flügel für Luft, denke ich mal. Let's go. Ah, die sind so laut, ne? Warden rein. Boah, das ist richtig krass. Dann setzen wir nochmal hier den ersten Frost ein. Und hauen direkt noch hier einen fetten Wutzuber drauf. Sehr, sehr geil. Dann lass uns hier den nächsten Wutzuber draufhauen. Und lass uns hier nochmal einen Frost auf die Multi-Inferno-Türme setzen. Können wir jetzt eigentlich hier schon mal den King hinsetzen. Und hier so von außen die Queen jetzt sich schon mal ein bisschen aufräumen. Und ihr seht halt, wie das ab... Wobei? Sekunde mal irgendwie. Fähigkeit zünden? Okay, Sekunde mal irgendwie. Ich glaube, ich hätte lieber die ein bisschen anders platziert. Wieso sind meine Miner alle tot? Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Vielleicht kann der Barbarenkönig noch ein bisschen was rausholen, aber ich glaube, den Angriff haben wir ein bisschen verkackt. Also muss ich ehrlich sagen. Nee, das war's. Okay, wir kriegen nochmal hier vielleicht das Elixierlager oder so. Aber wir kriegen nur einen Stern. Das heißt, wir kriegen auch den Sternebonus nicht. Perfekt. Es war 89%. Ich muss noch ein bisschen üben mit dem Ding. Okay, wir kommen jetzt zu den neuen Gebäuden als nächstes. Und zwar haben wir als erstes... Yo. Tornadofalle für 2 Millionen Gold. Das klingt echt krass. Was kann die machen? Die kann, glaube ich, so Truppen wegziehen. 2 Millionen? Die Tornadofalle kann Gegner irgendwie reinziehen, ne? Wie ein Tornado in Clash Royale, schätze ich mal. Okay, wir kommen zu den neuen Gebäuden. Wir haben nichts Neues bei den Armeen. Das ist sehr schade. Wahrscheinlich liegt es vor allem daran, dass der Wächter halt schon neu war. Okay, wir haben auch nichts Neues bei Ressourcen, also Gebäude. Fast ein bisschen enttäuscht. Wir hatten halt Adlerartillerie vor allem und Wächter. Und das haben wir jetzt noch neu. 29, wahrscheinlich vor allem Mauern. Aha, okay, jetzt bin ich gespannt. Erst die Mauern, okay. Die Mauern werden es wahrscheinlich wieder komplett preschen auf dem Level. Das weiß ich jetzt schon.
So, einmal hier schön und einmal runter. Wir haben noch eine Kanone, nur eine weitere. Die können wir einfach schön in die Reihe dazusetzen. Dafür haben wir es ja hier schön sortiert, das passt. Dann haben wir einen weiteren Bogenschützenturm. Auch der geht hier in die Reihe dazu. Das sieht ganz nice aus. So, dann haben wir einen Magierturm nochmal. Das ist auch geil. Wir lassen ihn schon mal auf, Jam. Der braucht nämlich viel zu lange. Die Kanone können wir auch direkt upgraden. Die müssen wir jetzt eben ein bisschen aufholen lassen von den Leveln. Und wir haben tatsächlich noch einen X-Bogen. Oh. Der passt natürlich jetzt nicht mehr rein. Wir setzen den X-Bogen jetzt einfach notgedrungen dann ein bisschen nach unten. Dann dorthin. Komm, die sind auch noch gut. Ein Tag, 14 Stunden. Das sind alle neuen Gebäude. Also ich sage ehrlich, ich hatte mit mehr gerechnet. Aber ich will mich nicht beschweren. Es sind halt vor allem geile neue Sachen. Die Tornado-Falle kenne ich nicht. Die müssen wir mal testen, wenn jemand angreift. Den Adler-Artillerie ist auch sehr krass. Und natürlich vor allem der Wächter. Und was halt noch kommt, sind die ganzen neuen Truppen, die wir noch freischalten können. Was haben wir? Okay, also wir müssen erstmal schauen, dass wir jetzt die neuen Gebäude aufs alte Level hochkriegen. Hätte ich auf jeden Fall schon mal vorgeschlagen. Wir haben eine Rune des Goldes, wir haben keine Rune des Elixiers. Dafür haben wir auch schon ein bisschen was in der Schatzkammer. Nee, Schatzkammer müssen wir gleich schauen. Dann graden wir hier erstmal ab. Okay, so. Wahrscheinlich teuerste und schwierigste zuerst ist der X-Bogen. Der muss auf Level 4 hoch, dass er mit den anderen gleich geht. Reicht nicht ganz, dann lass ich mal hier weitermachen. Als nächstes der Magierturm dann, dass der auch schon mal auf die anderen Level hochgeht. Level 2, Level 3, okay, jetzt reicht es ja wieder nicht. 171.000, dann machen wir jetzt hier weiter. Level 4 Kanone, es ist halt echt geil. Ne, die anderen Kanonen sind Level 13. Ist ein langer Weg für die Kanone. Level 7, so. Jetzt haben wir praktisch ja alles Gold ausgegeben. Wir können auch das Rest, richtig Gold, auf den Bogenschützenturm hauen. Aber das Geile ist halt jetzt, das passt. Genau, das wird jetzt eben perfekt. Hier einmal, komme ich jetzt noch, ja, einfach so einmal. Dass wir das Rest jetzt einmal kurz so aufladen können. Shit, ich hab vergessen, die Lager hochzumachen. Oh mein Gott. Okay, das soll safe Sternebonus sein. 1,7 Millionen. Der ist unterlevelt. Der ist gerusht. Wie geil. Mein Rawdon ist nicht drin. Egal, machen es trotzdem, oder? Der ist zu gut. Der ist gerusht. Aber die kommen automatisch raus, die Truppen, ne? Sehr gut. Dass wir den Rawdon nicht haben, ärgert mich extrem. Naja, sind so normales. 100%. Gerusht the Base war perfekt für uns. Übel, easy, entspannt. Loot mitgenommen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr krass. Genau, erstmal, ich bin super dumm gewesen. Hier auch fürs Video. Und zwar, ich habe vergessen, ich hätte die Lager upgraden können, oder? Oh Gott, dann hätte ich nämlich auch mehr aus der Rune rausholen können. Ist jetzt nicht so viel, sind 500.000. Das machen wir zuallererst, dass wir das nicht vergessen. Ist auch gar nicht mal so teuer. Wir haben jetzt 500.000 mehr Platz für Gold. Und das Ding ist, das ist... Nee, wir haben eine Million. Das sind 4 Stück. Ja, wir hätten eine Million mehr Gold. Wir haben gerade eine Million Gold gewastet, deswegen indirekt. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Lager müssen... einmal hier hoch. Sehr, sehr geil. Das ist wichtig. Versuchen wir mal die Basics jetzt herzustellen. Einfach schon mal fürs Rathaus. Das ist ganz wichtig. So. Was müssen wir noch machen? Was wir auf jeden Fall auch noch machen wollen, ist, dass wir hier den X-Bogen auch Level 4... Boah, das ist halt so teuer. Das reicht halt nicht mehr aus. Machen wir erstmal was anderes. Dass wir erstmal die ganzen Verteidigungsgebäude auf selbe Level bringen. Die sind alle Level 9 und der Typ ist noch Level 4. Das ist aber wahnsinnig teuer. Das ist alles so teuer, ne? Es ist unglaublich, wie viel Geld wir gerade wieder ausgeben. Okay, dann machen wir jetzt die Kanone als nächstes. 140.000. Und nochmal die Kanone. Und die ist auch noch 4 Level hinten dran. Der Bogenschützenturm ist auch noch gehoben. Oh je. Haben wir noch irgendwas, was wir gerade günstig upgraden können? Ah, den Bogenschützenturm. So, der ist auch unterlevelt natürlich. Total. Der ist einfach mal 7 Level drunter. Okay, so. Dann können wir nämlich jetzt die Rune des Goldes nutzen. Passt auf. Zack. Das ist mega geil. Das ist mega geil. Ich liebe es. Ich kann ihn gar nicht drauf tippen. Da kommt man doch früher drauf tippen. Wir haben keine Rune mehr. Wir müssen die nächste wieder kaufen. Deswegen. Dummheit. Dann kaufen wir jetzt hier die Rune. Können wir die auch schon kaufen? Nee. Müssen wir auch schauen, dass wir die auch nutzen beim Bauarbeiterdorf. Dann machen wir nämlich einmal den hier. Goldlager. Da haben wir sie genau. 9.900.000 Gold. Das ist eine Ansage. 10 Millionen Gold. Absolut verrückt. Nochmal an der Stelle danke an euch, an die ganzen neuen Zuschauer vor allem nochmal. Aber natürlich auch an alle, die das Projekt hier schon länger supporten und ermöglichen. Durch euch wird das Ganze hier ermöglicht. Das sind 10.000 Euro, die wir auf Dauer reinstecken. Bis jetzt sind es 3.000. Was eine Riesensumme für mich ist, gerade weil jetzt auch die Aufrufe aktuell jetzt nicht die höchsten sind. Und deswegen danke für den Support. Und genau, wenn ihr das Projekt supporten wollt, lasst gerne ein Abo da. 10.000 Euro werden wir reinstecken. Ermöglicht vor allem auch durch die Sponsoren und halt durch eure Reichweite. Kommen halt die ganzen Sachen halt rein. Ne? Danke euch. Weil sich viele fragen, wieso steckt der Dumme gerade 3.000 Euro in einen 10.000 Euro in den Clash of Clans Account rein. Nicht zu Hause nachmachen, auch nochmal ergänzend, ne? So, der X-Bogen, ja, den machen wir als nächstes. Der dauert 5 Tage fast, Hilfe. Jetzt ist er langsam auch brutal von den Kosten, ne? Okay, Magierturm erstmal, oh Gott. Oh je, das ist ja, das Gold ist ja instant weg. Wir haben es nicht mal ganz geschafft, egal, Kanone schaffen wir erstmal hoffentlich. Level 11, es reicht nicht, den Bogenschutz tun den Rest nochmal drauf. Wir haben noch das Lager gerade aufgefüllt, das ist doch nur ein Turm, den wir auch selber, es ist echt, ich unterschätze glaube ich echt ein bisschen. Zack. Boah, erreicht nicht. Oh Gott. Hey, wir können nichts damit upgraden. Wir haben 2 Millionen Gold. Super, das übertreibt man nicht mit den Preisen von den Türmen. Level 10 ist das Ding.
Den Rest noch für Gems einfach mal. Zack. Der Bogenschützenturm braucht noch 2 Level immer noch. Die Kanone fehlen auch noch 2 Level. Dem Magierturm fehlt auch 1 Level. Und dem X-Bogen, der geht hoch. Der geht hoch wenigstens. Hä, das sind nur die Level, die wir aufholen vom einen Gebäude. Hilfe. So, dann geht's hier weiter. Einmal Schatzkammer, leeren. Zack. Richtig fett. 2 Millionen von beidem. Sehr geil. Den Wächter kann ich mit normalen Elixier upgraden. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Das ist ja richtig geil. Der kostet kein dunkles. Die kosten noch dunkles beide. Der kostet normales Elixier. Sehr praktisch. Wir haben eh genug übrig normalerweise. Sehr gut. Okay, 2 Millionen haben wir wieder. Damit können wir. Da können wir nichts anfangen. Da können wir wenigstens. Dann machen wir den Bogenschutz zum ersten Mal Level 12, würde ich sagen. Das ist so unfassbar dumm. Okay, dann lass nochmal aufladen. 3000 Gems, das sind ungefähr 30 Euro für 10 Millionen Gold nochmal. Und jetzt soll es reichen, dass wir wenigstens die Gebäude schon mal alle auf dem Level haben, dass es auch nice hier aussieht. So, den Magierturm starten wir erstmal. Die Kanone. Komm, die jammen wir auch direkt einfach alle auf, ganz ehrlich. Da warten wir jetzt nicht ab. Das ist dann auch. Wir müssen eh auch noch andere Upgrades in Auftrag geben. Den X-Bogen haben wir auch. Fast 1000 Gems dafür. Da sind die alle schon mal auf demselben Level. Auch die Magiertürme, sehr nice. Kanone. Kanone auch mal auf Level 13. Es ist so teuer, ne? Es ist so unfassbar teuer. Und den Bogenschützenturm. Au, Level 13. Sehr geil. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden in der nächsten Folge dann uns um die kompletten Ressourcen und Armeen kümmern, dass wir die kompletten Armeenlager hochgehen, die kompletten neuen Truppen freischalten. Heute schon mal die Gebäude und die neuen Sachen freigeschaltet, an Truppen und so weiter und Gebäuden. Lasst gerne ein Abo da für weitere Folgen. Danke, dass ihr das Ganze ermöglicht. Und wenn ihr mich im Shop supporten wollt, tragt gerne Creator Code Jonas an. Bis zum nächsten Video. Wird geil werden und sehr teuer. Ciao.